Tja Leute, es ist Freitagnacht, alle sind da, das ist schön. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung, offene Show, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0130 2911, Faxnummer 0130 1151 22. Erste Anruferin heute Nacht, das ist Barbara, die ist 45 Jahre alt. Hallo Barbara. Hallo. Hallo Barbara. Ja, also mein Thema heute Nacht geht es um die Lkw-Fahrer im Allgemeinen. Um die Lkw-Fahrer im Allgemeinen? Ja, und zwar... Wie kommst du auf das Thema? Bitte? Wie kommst du auf das Thema? Mein Mann heute war in einen sehr schweren Unfall verwickelt. Heute? Ja. Mhm. Und weißt du genauere Umstände des Unfalles? Erzähl mal. Also es ging darum, mein Mann war in Richtung Bremen unterwegs. Mhm. Dammerberge sind ja diese Baustellen. Mhm. Und die Raststätte Dammerberge ist im Moment morgens gesperrt, weil die Decke neu geteert wird. Und dann hat die Polizei die Lkw-Fahrer, die in der Nacht übernachtet haben, von der Autobahn eben weggeschickt. Die sind auf die Autobahn gefahren, auf jeden Fall eine ganze Kolonne Lkw-Fahrer mussten dann abbremsen, weil diese LKWs von der Raststätte runtergefahren sind. Mhm. Mein Mann ist dann in einen holländischen Auflieger reingefahren. Mhm. Aber dein Mann, um das mal klarzustellen, ist auch Fernfahrer, auch LKW-Fahrer. Ja, mein Mann ist LKW-Fahrer. Mhm, ja. Ja. Und der ist in einen holländischen LKW, einen Auflieger reingefahren. Mhm. Und hinter ihm, das war ein Deutscher, also welche Firma ist er, weiß ich nicht. Das ist auch egal, ja. Völlig egal. Mhm. Er hat das wohl zu spät erkannt, der ist dann ungebremst. Er hat noch versucht, rechts an meinem Mann vorbeizukommen, an seinen Auflieger. Mein Mann fährt einen 40-Tonner, rechts an seinem Auflieger vorbeizukommen. Mhm. Und ist dann immer auf ihn raufgefahren. Ungebremst auf diese links und rechts, die auf den Auflieger, diese Stangen, ne? Mhm. Und da ist er mit seiner Führerseite, also mit seiner Beifahrerseite voll aufgefahren. Mein Mann ist aus seinem völlig zerdepperten Führerhaus, weil er auf den anderen Auflieger aufgefahren ist, aber gerade aufgefahren ist. Mhm. Er konnte noch aussteigen und sofort rückwärts gelaufen und hat mit diesem Lkw-Fahrer gesprochen und hat gesagt, es kommt Hilfe, und die Polizei stand da, die kam auch sofort und mein Mann hat gesagt, ich kann ja meine Motorbremse, es ging nichts mehr, Lenkung, es ging nichts mehr. Ja. Und mein Mann hat gesagt, aber Dammerberger, es geht da ein bisschen runter, ich kann den Wagen einfach ein bisschen vorrollen lassen, und dann können wir an den hinteren ran. Mhm. Und da hat die Polizei gesagt, nein, wir müssen auf die Feuerwehr warten. Ne? Mhm. Und dass mein Mann dann wohl aus das Führerhaus aufgestiegen hat, mit diesem Mann gesprochen und hat ihn noch versucht, Mut zuzusprechen, und hat gesagt, Hilfe kommt. Ja, und dann kam die Feuerwehr und dann haben sie ihn tot vom LKW geholt. Das ganze Blut lief raus und... Dein Mann? Ja, mein Mann hat mit ihm gesprochen, ja. Aber dein Mann, lebt noch. Ja, natürlich lebt mein Mann. Mhm. Immer nicht mit das Gleiche passiert, aber er hat diesem Mann versucht zu helfen. Mhm. Er hat zu der Polizei gesagt, ich kann meinen Wagen ein Stückchen vorrollen lassen. Mhm, ich verstehe. Mhm. Einfach nur vorrollen lassen. Dann kann man die hintern, vielleicht, weil man an das Führerhaus nicht rankam, weil er auf seinen Auflieger... Barbara, ist denn dein Mann völlig unverletzt da rausgekommen? Schockmäßig, ja. So, also, einen Schock hat er bekommen, natürlich, klar. Aber so körperlich ist ihm nichts passiert. Nein, aber er ist völlig fertig. Mhm, ne? Aber er hat ja dann trotz der Schocks einen ganz, ganz großen Schutzengel gehabt, ne? Ein riesiges Glück gehabt. Ja, natürlich, aber er hat versucht, Menschen zu helfen, ja? Mhm. Er hat der Polizei angeboten, ich lasse den Wagen einfach vorrollen, ein Stückchen vorrollen. Er hat versucht... Kann man ihm vielleicht kann man das Bein abbinden, oder irgendetwas. Mhm. Er hat versucht, ihm zu helfen. Dann natürlich. Dann ist er da hochgeklettert und der Mann war im Prinzip da schon gestorben. Ne? So habe ich das verstanden. Der hat mit ihm noch gesprochen. Ja gut, aber als er dann oben war, da war er tot. Nein, da war er noch nicht. Er hat mit ihm ja noch geredet.
Aber er war schwer, aber er war sehr schwer verletzt da schon. Natürlich war der, man hat das doch gesehen, das ganze Spielhaus, die Beine, das war alles, ne? Also da gehen einem natürlich solche Gedanken durch den Kopf, es hätte einen selbst auch treffen können. Ne? Ja, aber er hat einfach nur gedacht, oder er hat einfach nur gesagt, wenn ich jetzt ein Stückchen vorhole, dann ist das Führerhaus ein bisschen freier, hier mit Barbara, du hast gerade am Anfang gesagt, du willst über die LKW-Fahrer im Allgemeinen reden. Wie hast du das gemeint? Es wird immer wieder gesagt, es wird immer wieder von LKW, wenn solche Unfälle passieren, ja, es wird immer wieder gesagt, ne, naja gut, ne, die pennen, die fahren übermüdet oder was, ne, das ist nicht so, ne, das ist nicht so. Es ist sicher in der Regel nicht so, aber es gibt leider ja auch so Ausnahmen. Es gibt natürlich, aber ich meine, im Großen und Ganzen, ne, ich meine, die machen alle ihren Beruf, ne, die arbeiten und, und ich meine, dass mein Mann heute zum Beispiel davon gekommen ist, ne? Das ist ein ganz großes Glück. Ja, natürlich. Barbara, es ist sehr schlimm, dass jemand zu Schaden gekommen ist, dass jemand gestorben ist und wahrscheinlich, vielleicht sind noch mehr Verletzte, weißt du das? Gibt es da noch mehr Verletzte? Nein, es gibt nur einen. Es gibt nur einen. Blödsinn, es ist einer tot, ne? Einer tot, ja. Das ist sehr schlimm und das ist schlimm genug. Aber trotzdem seid froh und seid ihr glücklich, dass dein Mann lebt. Und den Schock, den wird er überwinden, das wird eine Weile dauern, aber das wird er schon in den Griff bekommen. Und er ist gesund. Er hätte ja nur auch schwer verletzt sein können. Das muss man ja auch alles dann immer so sehen. Ja, ihm wird das Gleiche passieren können, wie dem Hintermann. Natürlich, von, ja. Natürlich, ne? Wo ist dein Mann jetzt im Moment? Ach, mein Mann, der schläft schon. Der schläft schon, ja. Der ist dann völlig zusammengebrochen, seitdem er nach Hause gekommen ist, ne? Kümmere dich schön um ihn jetzt am Wochenende. Klar, bin ich auch ganz sicher. Und er macht sich jetzt mal ein paar Tage Urlaub oder eine Woche, ne? Eine ganze Weile vermutlich, um darüber hinwegzukommen. Naja, beredet ihr das mal. Natürlich. Aber es wird immer so die Lanze über diese LKW-Fahrer gebrochen, ne? Rauschigste Landstraße. Kann man natürlich nicht so allgemein sagen. Nein, ich meine das auch nicht. Ne? Ja, absolut nicht. Ich meine, das sind Du versprichst mir, Barbara, dass du deinem Mann die besten Wünsche und Grüße, Genesungswünsche, was den Schock betrifft und Wünsche von mir ausrichtest. Ja, versprichst du mir das? Durch. Ja, und ich wünsche dir und euch alles Gute. Und ich finde das auch nicht, ich meine jetzt auch der tote LKW-Fahrer, ne? Ich meine, der konnte nichts dafür. Ist klar. Ich meine, das sind Sekunden, ne? Die entscheiden immer über Leben oder so. Ja. Ne? Ich meine, das kann man mit einem PKW-Fahrer nicht vergleichen. Liebe Barbara, alles Gute dir und deiner Familie. Danke. Tschüss. Matthias, 22 Jahre. Hallo, hier ist Matthias, ja. Und ich wollte mit dir über das Thema Angst vorm Tod eigentlich reden. Angst vorm Tod und sagen wir auch das Selbstmord und so. Das finde ich eigentlich. Warum willst du mit mir über das Thema reden? Weil ich vor, ja, ich bin jetzt 22, 18, also vor 4 Jahren, Heiligabend und ersten Weihnachtstag, habe ich meine Clique verloren. Wir waren 4 Mann oder 2 Mann noch zusätzlich, also 3 Männer und 1 Frau. Und also die beiden Männer oder Jugendliche, männlicherweise und Weiber oder Frau, Entschuldigung, sind gestorben durch 2 Verkehrsunfälle. Am einen war ich beteiligt und war auch der Fahrer und somit auch an einem Schuld, dass er gestorben ist. Mhm. Und sag mal, damit habe ich eigentlich eine ganze Zeit lang zu kämpfen gehabt, auch jedes Jahr Weihnachten immer wieder. Mhm. Kommt es in der Familie hoch? Wer weißt du noch vor 4 Jahren? Da lachst du noch im Krankenhaus. Und aber was für eine Unglücksballung, dass so viele Leute dann in einem engen Zeitraum, so habe ich dich verstanden. Genau, ja, innerhalb von 10 Stunden genau. Also ich hatte um 2:10 am Heiligabend meinen Verkehrsunfall. Um 11:45 hatte dann mein Freund mit seiner Freundin den Verkehrsunfall und die sind dann auch beide verunglückt. Wahnsinn. Und sag mal, ich hatte dann damals auch mit dem Selbstmordgedanken gespielt, dass ich sagte, warum, was soll ich denn noch hier? Hattest du Alkohol getrunken? Nein, ich hatte keinen Alkohol getrunken. Nein. Warst du schuld an dem Unfall? Ja, ich war schuld an dem Unfall. Bist du zu schnell gefahren? Nein, ich hab jemanden überholen wollen und habe den Entgegenkommenden nicht gesehen und dann gab es einen Frontalzusammenstoß. Und da hast du dir natürlich extreme Gewissenskonflikte bereitet. Ja, die habe ich jetzt ab und zu auch noch. Sag mal, ich kann ihn nicht zurückholen und sag mal, es ist ganz schön schwierig, damit fertig zu werden und ich meine, du denkst heute immer noch an ja, bestimmte Zeiten. Also die Geburtstage, die weiß man ja im Kopf und hat man im Kopf. Und dann auch die hier Weihnachten und sowas, ist ja ganz klar. Weihnachten ist nicht immer dasselbe, was es vorher mal war. Vorher war Weihnachten halt das Fest der Liebe und der Freude. Und das hat sich jetzt ganz schön, das haben wir alles in den Hintergrund gerückt. Man ist dann halt nur noch halt. Wie denkst du denn seit diesem Unglück?
über den Tod? Sag mal, ich denke über den Tod als, sag mal, einerseits Bestrafung, wie bei mir, aber ich meine, wofür bin ich bestraft worden? Und auch andererseits dafür, dass man halt, weiß ich nicht, also aus dem Leben gerissen, aus dem Leben gerissen wird. Die waren auch in der Diskothek am ersten Weihnachtstag, meine beiden Freunde, die dann nachts später gestorben sind. Und hier sind also nach Hause wollten, die fahren zu ihren Eltern wieder und sagen wir direkt rausgerissen, so richtig aus dem Leben. Und wie meinst du gerade Bestrafung für dich? Bestrafung für dich, dass die... Dass die weg sind, ja, also ist ja keiner mehr da. Also es ist ja, das waren meine besten Freunde, seitdem habe ich auch zu keinem also mehr du, Kontakt aufbauen können. Du denkst dann jetzt eher an dich als an das Ableben der Freunde, wenn du sagst, das ist eine Bestrafung für mich. Ja, sag mal, weil die, sag mal, kriegen es ja gar nicht so direkt mit, finde ich. Sag mal, ich weiß ja nicht, was danach ist. Und ich will es auch gar nicht rausfinden. Ja gut, aber die Familie, die Freunde, der nähere das Umfeld. Die Familie, wo der bei mir im Wagen ist, das finde ich wunderbar. Die haben da reagiert. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die haben gesagt, die kamen zu mir ins Krankenhaus, haben mich besucht und haben gesagt, das hätte mir auch passieren können. Haben mit mir geweint, weil die gestorben sind. Und das finde ich sowas, weiß ich nicht, das muss man bewundern. Aber allerdings ja. Ich meine, normalerweise, ich glaube, meine Mutter hat auch zu mir gesagt, wenn das umgekehrt gewesen wäre, ich hätte den nicht mehr angeguckt mit dem Arsch, weil den hätte ich vielleicht noch beleidigt. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich reagieren würde. Ich glaube, das kann man gar nicht so theoretisch vorher sagen. Nun hast du, es sind 4 Jahre her und du sagst, dass das immer wieder auftaucht, vor allen Dingen an Geburtstagen oder Weihnachten. Du hast aber heute bei mir zu diesem Thema angerufen. Warum? Weil, sag mal, es gibt ja immer noch genug Menschen, die halt, sich zum Beispiel wie vor, weiß nicht, vor 2 Jahren haben sich diese Gruppe getrennt, hier, Backstreet Boys, die andere da, Take That. Genau, und da haben sich auch ja Mädchen, also Selbstmordgedanken gehabt, da haben auch wieder welche geschafft. Und ich meine, ich stelle nur die Frage, warum? Sag mal, man macht mehr kaputt, als was man, weiß ich nicht, damit erreicht. Es gibt kein Problem, was nicht lösbar ist. Sei es eine utopische Summe, man hat 500.000 Mark Schulden, die sind abzuzahlen irgendwie. Und ich meine, sag mal, ich finde es bescheuert, dass Menschen so den Freitod wählen. Es gibt genug Institutionen, die da helfen können und auch gerne helfen. Also ist aus dieser Erfahrung heraus bei dir erwachsen eine viel größere Wertschätzung des Lebens, als genau, die ja, sie vorher hattest. Ich genieße jetzt fast da mal sozusagen jeden Tag, weil ich denke so, ich lebe noch. Ich meine, damit rechne ich noch nicht, dass ich jetzt heute Abend ins Bett gehe und morgen nicht mehr aufwache. Aber ich meine, sag mal, ich lebe halt intensiver. Man genießt jeden Augenblick mehr, wenn man halt irgendwas Schönes hat, denkt man, oh, ein schöner Sonnenaufgang. Klar. Man genießt es halt intensiver. Und ich meine, sag mal, ich habe auch ja nicht gesagt, oder also ich hatte 2-mal Herzinfarkt an dem Verkehrsunfall. Sag mal, ich war auch ja kurz dabei, den Löffel abzugeben zu sagen. Und ich meine, du hast gerade das Stichwort Take That gebracht. Ich mache mir ernsthaft Sorgen für den Fall, und der ist vielleicht gar nicht so weit, ich weiß es nicht. Backstreet Boys. Ja, dass die Backstreet Boys sich trennen. Was dann wieder für eine, Hysterie ist, auf der Welt wahrscheinlich, hauptsächlich in Europa oder in Deutschland. Ich will hoffen, dass die Medien daraus gelernt haben und es nicht auseinanderpuseln, sagen wir mal. Es gab ja diese Gruppe, diese erste Boygroup, wie hieß die auch noch, das waren ja hier... Ich weiß nicht, wen du meinst jetzt. Die waren damals mal hier... So eine, die waren die ganz damals, waren die vor 10 Jahren, gab es die, glaube ich, weiß gar nicht, wie die hießen. Modern Talking wahrscheinlich. Nein, die nicht, das ist auch eine Boygroup mit 4 Jungs und so. Also ist auch wurscht, aber ich glaube... Die haben sich auch ja getrennt, aber es wurde nicht breit getrampelt, sind auseinandergelaufen. Von denen gab es keine Platte mehr, von denen gab es keine Stücke mehr. Warum macht man es mit den Backstreet Boys denn auch nicht so? Man musste ja nicht sagen, wir trennen uns, sondern wir gehen jetzt mal unsere eigenen Wege, wir trennen uns aber nicht. Und ich meine, die können sich ja gegenseitig also Matthias, aber das muss ja nicht in den Medien breit getrampelt werden dann. Dein Wort, vor allen Dingen das, was du vorhin gesagt hast, was die Wertschätzung angeht, in die Ohren vieler Leute, hoffe ich. Vor allen Dingen dann auch in die betroffenen Mädels, wenn es dann zu diesem Top-GAU kommen sollte. Ich danke für deinen Anruf. Ja, danke schön. Und wünsche dir alles Gute, Matthias. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich den Jörg und er ist 22. Er ist wahrscheinlich 22, aber er hat aufgelegt oder die Leitung ist gekappt worden. Wir versuchen es nochmal. Dann machen wir weiter mit Thomas. Und der ist 28. Ja, hallo. Hallo Thomas. Ja, ich wollte von einer ziemlich üblen Geschichte erzählen. Und zwar geht es um meinen Bruder. Der hatte am 5. März einen Schlaganfall. Wie alt ist er? 30. Und ich wollte an sich erzählen, dass es für uns alle und gerade für die Familienangehörigen so eine üble Geschichte ist. Weil
weil mit sowas rechnet kein Mensch. War er denn eigentlich gesund und fit? Oder hatte er schon irgendwelche Beschwerden? Ja, gesund, fit. Eigentlich war er schon gesund. Man muss dabei sagen, er hatte mit 24 eine Herzoperation. Da wurde eine neue Klappe eingesetzt, eine neue Herzklappe. Das hat aber soweit ganz gut weggesteckt. Also das natürlich war nach einer Reha-Maßnahme, und aber das ist bei sämtlichen Herzoperationen so üblich. Aber das hat er mehr oder weniger rein körperlich gut weggesteckt. Und naja, es war halt also auch so, dass er sich mit seinem Schicksal überhaupt nicht zurecht abfinden konnte. Nach der Herzoperation, weil er war natürlich nicht mehr derselbe. Und er musste sich natürlich auch körperlich dann dementsprechend einschränken. Und er hat also meiner Mutter immer wieder Vorwürfe gemacht, dass sie ihn dazu getrieben hätte, diese Herzoperation zu machen. Aber sie war medizinisch notwendig. Ich glaube nicht, dass irgendjemand eine Herzoperation macht, wenn sie nicht notwendig natürlich, ist. Natürlich. Hast du den Eindruck, dass dieses Missbehagen, was sich dann in ihm breit gemacht hat, vielleicht auch dazu geführt hat, dass er wenig Optimismus entwickeln konnte für Körper und Geist und dann dadurch vielleicht diese Krankheit, die jetzt entstanden ist, auch beschleunigt wurde? Ob es das ausgelöst hat, das ist natürlich müßig, ja. Aber er war kein glücklicher Mensch. Nein, überhaupt nicht, weil er sich mit seiner Situation auch nachts nicht mehr abfinden konnte. Ich muss kurz erzählen, also er liebte seinen Beruf über alles, was ich zwar überhaupt nicht verstehen kann, aber... Was denn? Er war LKW-Schlosser. Na gut, und, ja. Ja, er liebte diesen Beruf über alles. Also er war wirklich froh, wenn er montags schon aussah wie andere in zwei Wochen Freitag. Und auf jeden Fall nach dieser Operation war halt nicht mehr möglich, dass er diesen Beruf ausübte, weil er halt diese körperliche Kraft, die man dazu braucht, nicht mehr hatte. Was hat er denn dann die ganzen Jahre gemacht? Ja, er hat dann Schlaganfall. Also aufgrund seiner völlig passiven Lebenseinstellung, die er sich dann angeeignet hat, ging ihm es nachher nur noch ums Geld. Und deswegen hat er dann einen Job gemacht, den er mit Sicherheit einen besseren gekriegt. Aber er hat einen Job nachher gemacht, er stand also auf der Bahngleise und hatte Leute, Arbeiter vor Zügen gewarnt, so einen Sicherungsposten. Was natürlich für ihn mit Sicherheit nicht besonders brauchbar war, weil die fuhren im Dreischichtsystem und bei Regen, Wind und Wetter stand er auf der Gleise und kaufte natürlich eine Zigarette nach der anderen. Ja. Wie geht es ihm denn aktuell im Moment? Momentan ist es also so, er hatte am 5. den Schlaganfall, wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Er ist eine normale Klinik, die konnten mit ihm also relativ wenig tun. Er kam am nächsten Tag sofort in die Uniklinik nach Münster. Dort hat man ihm also relativ zügig, also fast in einer Notoperation, in den Schädel aufgemacht, weil das Gehirn angeschwollen ist. Und die sagten uns da schon, wenn das Gehirn also keinen Platz hätte zum Schwellen, wäre er definitiv in 3 Stunden tot gewesen. Momentan sieht es also so aus, dass er im künstlichen Koma ist. Ja, angeschlossen an 35.000 von Schläuchen. Welche Prognose geben die Ärzte? Keine. Die sagen überhaupt gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Sie wollen nicht, sie können nicht, ich kann jetzt nicht genau sagen, ich bin leider kein Mediziner, sonst könnte ich das. Damit gebt ihr euch zufrieden? Man muss doch als irgendwas sagen können, sei es etwas Negatives, aber irgendwas kann man doch sagen. Die sagen nur, es kann alles passieren, dass er aufwacht und wieder sagt, du bist der, du bist der. Es kann sein, dass er, auf Deutsch gesagt, bescheuert wird. Es kann sein, dass er Sachen neu lernen muss, wie dem auch sei. Das ist alles möglich, es muss abgewartet werden, bis er aufgewacht oder aufgeweckt werden kann, so dass man dann weitere Diagnosen stellen kann. Bist du der einzige Bruder oder gibt's noch? Ich bin der einzige Bruder, ja. Und was für mich. Und die beiden Eltern leben auch noch? Ja, die Eltern sind geschieden. Hat er denn bisher bei deiner Mutter gelebt? Nein, hat er allein gelebt. Alleine gelebt. Das war vielleicht auch noch sein Glück, dass Leute um ihn rum waren, als es passiert ist, weil er lebt alleine. Wenn es 2 Stunden später passiert wäre und sie mir nicht mehr da gewesen wäre, hätte ihn innerhalb von 24 Stunden, 36 Stunden vermisst. Wie hat sich denn dieser Schlaganfall überhaupt bemerkbar gemacht? Also nebenberuflich immer noch ein bisschen was an mir auch zu tun gehabt. Er war also mit einem Freund in der Werkstatt, hat was gemacht, aber auch nichts Schweres, wie man mir nachher sagte, also was er mir nachher sagte. Also dass man jetzt sagen könnte, er hätte sich überanstrengen, da hätte sich dann irgendwie ein Grinsel gelöst oder sowas. Also gar nicht der Fall. Und ist ihm schlecht geworden? Ist er unmächtig? Nein, er hat nichts vorher gesagt, also nicht, dass sie ihm Kopfschmerzen hätte, gar nichts dergleichen. Er ist also, wollte irgendwie einen Schraubenschlüssel holen oder sowas in der Art, ist dann zusammengesackt, von mir nichts, dir nichts und lag dann auf der Erde. Und dann war es das auch. Was für Gefühle hat dieser schreckliche Vorfall denn jetzt in dir ausgelöst? Ich mache mir heute auch Vorwürfe, muss ich sagen. Warum? Dass ich mich vielleicht in der Zeit auch
während seiner ersten Operation nicht mehr um ihn kümmern konnte. Mhm. Und auch das nachher ein bisschen verdrängt habe, ich weiß es nicht. Es war für mich nicht so existent. Hast du dich denn, wie oft hast du ihn zum Beispiel gesehen, so im Durchschnitt in der Woche oder im Monat? Es ging, wir haben uns schon relativ häufig gesehen. Also bestimmt einmal in der Woche schon. Mhm. Wir hatten zwar zwischendurch auch mal Krach, aber das war sicher, wir hatten mal nicht Krach. Bloß ich mache mir auch Vorwürfe, darum ist wir, damals hat er die Herzoperation gehabt und ich war damals in der Grundausbildung bei der Bundeswehr, ich konnte nicht zu ihm hin, weil ich selbst zu müde war und das sind auch so Sachen. Ich kann schon verstehen, dass man, wenn dann sowas passiert ist, dass man dann natürlich grübelt und dann auf die Schiene kommt, dass man sich Vorwürfe macht. Aber damit ist natürlich niemandem gedient. Da nein, natürlich nicht. Ihm nicht mit gedient und du machst ja einen wahnsinnigen Kopf darüber. Ja. Und es wird dann nur noch schlimmer als besser. Ich glaube, das Allerbeste, was du tun kannst, ist, dich jetzt wirklich um ihn richtig kümmern. Mhm. Und je nachdem, was passiert, was mit ihm wird, dass du für ihn da bist. Nehmen wir einen schlimmen Fall an, dass er vielleicht körperbehindert ist oder geistig behindert. Man kann ja mit allem rechnen, wie du gesagt hast. Ja, natürlich. Wäre dass möglich. Er auf jeden Fall dann den Rückhalt der Familie und deinen Rückhalt auch hat. Denn das, finde ich, ist deine Aufgabe jetzt. Das ist definitiv deine Aufgabe. Es sind vielleicht schwere Zeiten, die vor dir stehen. Das befürchte ich, aber das... Aber vielleicht wird ja auch alles gut. Und vielleicht braucht er einfach dann nur wirklich ganz, ganz tolle Unterstützung für die erste Zeit. Es gibt so viele Schlaganfallpatienten, die es auch wieder geschafft haben, auf die Beine alle, zu kommen. Alle, mit denen ich gesprochen habe, die sagten mir alle, die sind alle wesentlich älter gewesen. Die waren ja schon alle über 60. Die sagten mir alle, die sind alle wieder mehr oder weniger geworden. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nicht wird, aber das, man macht sich trotz all dem, ist klar, die Vorwürfe sind da und, man fragt sich immer wieder, warum der, und vor allem, Junge, müsstest du mal eins überlegen, dieser Mann ist 30 Jahre alt, mit 24 eine schwere Herzoperation, jetzt das, was kann ein Mensch denn noch ertragen? Und vor allem das Schlimme ist bei ihm, aufgrund seiner pessimistischen Lebenseinstellung, wenn er wirklich wach werden sollte und irgendwo realisiert, was mit ihm passiert, dann habe ich die allergrößten Befürchtungen. Du kannst diesen ganzen Menschen natürlich nicht umkrempeln, aber du kannst das Deine dazu tun, um ihm ein bisschen mehr Licht in seine Sichtweisen zu bringen. Sei da, sei einfach da, sei nett zu ihm und signalisiere ihm, dass du ihn liebst und dass du ihm helfen wirst, egal was kommt. Mehr kannst du nicht tun, aber das mach wirklich mit vollem Herzen und mit voller Energie. Hast du schon mal vorne bei der Intensivstation, du warst ja schon mal auf dem Zimmer und hast... Ja, ich kenne das. Hast du mit so einem Menschen dann gesprochen, der auch nahe stand? Hast du das mal probiert? Ja, ich kenne das. Das habe ich 5 Minuten ausgehalten und dann war ich fertig, dann konnte ich nicht mehr. Mhm. Ich will natürlich versuchen, ich muss natürlich für ihn da sein, allein aus Bruderpflicht, aber ich will es auch so, ich möchte es ja wirklich. Thomas, möchtest du gerne jetzt noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Ja, könnte ich machen. Das ist, glaube ich, ganz gut mit der Elke. Hm. Dann leg mal auf und die Elke ruft dich gleich zurück. Ja, ist gut. Alles Gute. Danke. Und dein Bruder natürlich auch. Ja, das wird das Wichtigste sein. Ja, ciao. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Melanie. Melanie ist 21. Ja, hallo, ich bin's, Melanie. Hallo, ich Melanie. Ich wollte über das Thema Fehlgeburten sprechen. Mhm. Weil ich war schwanger und hatte am 12.8. eine Fehlgeburt. Letzten Jahres. Ja, letztes Jahr. Und jetzt wäre am 21.3. der Geburtstermin. Und jetzt kommt natürlich so richtig alles wieder hoch. Mhm. Ich bin auch ab und zu, bin ich jetzt abends fertig. Ich muss mal eben rechnen. In welchem Monat warst du dann? Im zweiten. Im zweiten. Mhm. Weißt du, wie es zu der Fehlgeburt gekommen ist? Ja, die Ärzte haben keine Herztöne mehr gefunden, gar nichts mehr. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. Im zweiten Monat hört man da schon Herztöne? Das weiß ich gar nicht, aber jedenfalls haben sie nichts mehr gefunden. Ja, und dann? Er hat jedenfalls auch zu mir gesagt, dass viel zu klein gewesen wäre für die 8. Woche. Mhm. Und aber du weißt nicht, wie es zu der Fehlgeburt gekommen ist? Nee, gar nicht. Das weißt du nicht. Mhm. Jedenfalls hat die mich so gar nicht so aufgeklärt, so beigestanden, also geholfen. Und es hat eine Untersuchung stattgefunden. Ja. Wo hat die Fehlgeburt denn stattgefunden? Also ich war erst beim Frauenarzt und der hatte mich dann ins Krankenhaus überwiesen. Mhm. Und dann haben sie mir im Krankenhaus das nochmal bestätigt. Ja, und dann haben sie im Krankenhaus die Ausschabung gemacht. Und die haben dir das nicht erklärt, woran es gelegen hat? Mhm. Gar nichts. Hast du denn nicht gefragt? Da fragt man doch. Ja, nee. In dem Moment. Du warst zu fertig, ne? Und zu geschockt. In dem Moment ist man
total fertig. Ja, ja, wie haben die, die haben gesagt, sie hatten eine Fehlgeburt und auf Wiedersehen, oder wie? Nee, sie haben gesagt, sie finden kein Herztöne mehr. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, wir müssen dann eine Ausschabung machen. Mhm. Und dann haben sie am 12.8. die Ausschabung gemacht. Mhm. Wie ist es hier denn danach ergangen und gegangen, als du dann wieder zu Hause warst? Schlecht. Mhm. Weil da auf der Station, wo ich gelegen habe, sind dann auch so ein paar Leute rumgelaufen mit Babys. Mhm. Und wenn ich so in der Stadt ab und zu mal welche rumlaufe, mit einem Kinderwagen oder so, das ganz schlimm ist das. War das ein Wunschkind, ein geplantes Kind? Ja, das war ein Wunschkind, wirklich, sehr wichtig. Bist du verheiratet? Oder? Nein. Nein. Aber es war trotzdem alles so geplant. Es war alles geplant. Nun sind das schon einige Monate her. Ja. Haben sich in den Monaten so die Gedanken verändert? Sind die vielleicht ein bisschen erträglicher geworden? Oder jetzt im Hinblick auf das Geburtsdatum ist es noch schlimmer geworden? Also es ist eigentlich alles so geblieben, genauso schlimm wie vorher. Aber wir versuchen es ja trotzdem weiter. Also dein Freund hält zu dir? Ja, er hält zu mir. Redet ihr viel darüber? Eigentlich weniger. Mhm. Aber du denkst viel daran? Ja. Und was denkst du dann alles so, wenn du so alleine bist und zu Hause sitzt oder spazieren gehst? Gut, wenn du in der Stadt Frauen siehst mit Kindern, ist mir das schon klar, aber wenn du so ganz alleine bist? Ja, wenn ich so alleine bin, dann denke ich immer, oh, bald wäre es soweit. Mhm. Was würdest du jetzt für einen Bauch vor dir herschieben? Mhm. Und all solche Sachen. Was sagt dein Freund? Ja, der hatte dann, wo ich dann im Krankenhaus gewesen war, hat er dann zu mir gesagt, naja, ist zwar schlimm, aber wir versuchen es trotzdem weiter. Hat er ja auch recht, ne? Ja. Das ist natürlich traurig und schlimm und man kann sich da als Mann vielleicht auch gar nicht so sehr in ein Mädel oder eine Frau hineinversetzen, nein, wenn das passiert nicht. Ist, ne? Als Mann kann man da eher sagen, naja gut, wir sind noch jung und... Aber das ist dann für ein Mädchen ja noch ein ganz anderer Vorgang. Ja. Ne? Das ist genau wie eine Abtreibung. Ne? Da sagen Männer ja auch schon, man treibt ab. Aber ist ja alles eben nicht so einfach. Nee, die können sich da einfach nicht reinsetzen. Mhm. Ist denn diese Beziehung zu deinem Freund, bist du da sehr glücklich drin? Ja. Ja. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Ne? Mhm. Stell dir mal vor, wenn da jetzt auch Probleme wären oder irgendwas nicht klappen würde, neuerdings, dann wäre es ja ganz schlimm. Ja. Ich werde dir natürlich jetzt das auch sagen, was dein Freund dir gesagt hat. Mhm. Weil es stimmt natürlich auch. Ne? Mhm. Und wenn man so in die weite Perspektive sieht, kann einem das schon ein bisschen helfen und auch Trost geben, finde ich. Ne? Auch dir. Du musst natürlich über den Schmerz hinwegkommen. Das dauert seine Zeit. Und jetzt ist vielleicht nochmal ein Höhepunkt des Schmerzes, wenn du die Geburtszeit so ausgerechnet hast. Aber... ihr seid jung und wenn ihr euch lieb habt und zusammenbleibt, könnt ihr ja das auf jeden Fall neu versuchen. Und die Chance, dass es dann klappt, die wird ja auch recht hoch sein und gut stehen. Mhm. Du bist sehr zögerlich, ne? Das hast du schon oft gehört, ne? Ja. Mhm. Ja, die Ärzte haben mir einfach nur erklärt, wie das mit der Ausschabung funktioniert. Mhm. Die haben mir gar nicht so gesagt, wie... Und warum und so gar nicht so darüber gesprochen. Weißt du, Melanie, du musst dir ganz fest vornehmen, das ist jetzt einmal passiert und es ist vollkommen verständlich und nachvollziehbar. Du warst da mit den Gedanken ganz woanders, dass du da nicht so richtig reagiert hast. Geh nie wieder in ein Krankenhaus oder zu einem Arzt, der dir nicht richtig erklärt, was er mit dir macht. Hm. Darauf hast du ein Recht. Die werden verdammt gut bezahlt und du hast ein Recht zu fragen, und die haben die Pflicht, ordentlich zu antworten. Hm. Und wenn die das nicht tun, dann geh woanders hin. Bei meiner Freundin war das ja genau dasselbe. Wo sie schwanger war, haben sie auch keine Herztöne mehr gefunden. Hm. Und sie hat sich aber dagegen geweigert, eine Ausschabung zu machen. Hm. Und nach einer Woche haben sie bei ihrem Kleinen die Herztöne wieder gefunden. Hm. Und jetzt ist er der Kleine 7 Monate alt. Hm. Ist doch ein ganz lieber. Melanie, da darfst du dich jetzt nicht so reindenken. Du denkst natürlich jetzt, vielleicht war das bei mir auch so. Ne? Hm. Also die haben dir jetzt nicht richtig Auskunft gegeben. Aber so in der Regel muss man den Ärzten und kann man den Ärzten natürlich vertrauen. Hm. Und dann würde ich schon der Diagnose vertrauen, dass das die richtige Entscheidung war, dass sie es gemacht haben. Es war nicht richtig, dass sie dir das nicht erklärt haben. Aber vielleicht war der Fall bei dir so sonnenklar,
dass du gesundheitlich gefährdet gewesen wärst, wenn sie es nicht gemacht hätten. Mhm. Das bringt ja auch nichts, jetzt darüber zu grübeln, was wäre, wenn und vielleicht und hin und her. Dafür machst du es dir ja noch viel schlimmer. Mhm. Ne? Liebe Melanie, ja. Ich möchte auch dir nochmal anbieten, dass du jetzt mit, auch dir anbieten, dass du mit meiner Psychologin nochmal ein bisschen redest. Ja, ja, das fände ich wirklich auch gut. Das ist die Elke Dunajski, die ist sehr nett und dann habt ihr ein bisschen Zeit auch noch zu reden. Alles Gute und schönen Gruß an deinen Freund. Ja, danke. Tschüss, Melanie. Tschüss. 1.30 Uhr und 48 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Live Domian, das Talkradio aus Köln. Vom WDR, von 1 Live und dem WDR Fernsehen. Und heute Nacht sind wir ganz offen für alle eure Themen. Und die Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, 0130 2911 und die Faxnummer 0130 11 51 22. Diese Nummer, wie oft ich die schon gesagt habe, ich werde sie nie richtig lernen, die Faxnummer 0130 11 51 22. Bevor es jetzt weitergeht mit dem nächsten Anrufer, gibt's eine kleine Domian-Postecke. Ich habe ein Fax bekommen von der Polizei und da kriegt man natürlich direkt Angst und man fragt sich, was habe ich gemacht? Aber es ist alles gar nicht so schlimm. Entwarnung, die Jungs oder auch die Mädels meinen es gut. Sie schreiben, hallo Domian, schöne Grüße von der Dienstgruppe A der Polizeiinspektion Köln-Mülheim. Wir haben vorgestern Nacht ja vergebens auf deine Sendung gewartet, aber jetzt bist du wieder gesund und das ist sehr schön. Wir verfolgen deine Sendung im Streifenwagen und auf der Wache. Das ist dann meistens die interessanteste Stunde im Nachtdienst. Da war ich eigentlich baff, als ich das gelesen habe, dass wir hier die interessanteste Stunde im Nachtdienst der Mülheimer Polizei sind. Aber das ist ja eigentlich verdammt gut. Das heißt, dass nicht schlimme Dinge vorgehen und Schlimmes passiert in Köln-Mülheim. Hoffen wir, dass das so bleibt und von uns aus hier auch schöne Grüße an die Polizeiinspektion Köln-Mülheim und an allen anderen Polizeien. Wie sagt man das? Gibt's keine Mehrzahl von. Ein Brief von Jürgen und der schreibt, ich höre bzw. sehe dich regelmäßig seit 2 Jahren. Jetzt bin ich seit 10 Monaten im Gefängnis und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du als einziger im TV und Rundfunk an Weihnachten und Silvester an uns Knackis gedacht hast und uns alles Gute gewünscht hast. Das habe ich gemacht und das habe ich auch sehr gerne gemacht. Und ich grüße herzlich den Jürgen, 21 Jahre aus Neuss und auch all die anderen Kumpels in Neuss oder wo auch immer. Dann ein Brief von Vasili aus Hemhofen. Das ist in Bayern, oder? In Süddeutschland. Egal, Hemhofen. Er schreibt lobende Worte, was uns sehr freut, über die Sendung. Und dann geht's aber weiter. Nun zu meinem eigentlichen Anliegen. Das ist der Sport. Sport wird in Ihrer Sendung, Herr Domian, so gut wie nie behandelt. Unter Sport meine ich natürlich Fußball. Bevor Sie jetzt meinen Brief ganz schnell wegschmeißen, wie kommt er auf die Idee, möchte ich Sie auf einiges hinweisen. Würden Sie das Thema Fußball in Ihrer Sendung aufnehmen, würde die Einschaltquote um 50% höher liegen und die Möglichkeiten, einen besseren Sendetermin zu erreichen, ebenfalls steigen. Zudem kommt, auch Fußballfans haben schwerwiegende Probleme oder können sie haben. Lieber Herr Domian, befassen Sie sich mit Fußball. Das ist nicht schwer und macht Spaß. Ich garantiere Ihnen, dass Sie in 2 Jahren das aktuelle Sportstudio im ZDF moderieren
werden. Das ist sehr lieb von Ihnen, lieber, oder von dir, lieber Vassili. Aber das aktuelle Sportstudio, das ist ja nun wirklich überhaupt nichts für mich. Ich glaube, mir würde es so ergehen wie meiner alten Kollegin Carmen Thomas. Das ist ja legendär, ne? Die sagte dann ja irgendwann mal Schalke 05. Aber was den Fußball angeht, das war jetzt hier so eine nette und eindringliche Bitte. Ich werde demnächst mehr Fußballseiten und Sportseiten lesen. Ich lese die jetzt auch, muss ich zugestehen, ab und zu. Das heißt, ich lese sie nicht. Ich gucke dann schon mal eher auf die Beine der Fußballspieler als denn auf die Torergebnisse. Aber ich gelobe Besserung und vielleicht gelingt das ja, dass wir mal ein qualifiziertes Gespräch hier führen könnten in dieser Sendung, so in vielleicht 2-3 Monaten, über Fußball. Ich werde mein Bestes tun. Und ein Schreiben von Daniel aus Wiesbaden. Lieber Domian, früher hast du in der Postecke oft Talkshow-Fragen beantwortet. Sowas habe ich schon seit einiger Zeit vermisst. Deshalb hier folgende Fragen an dich. Das stimmt, in der letzten Zeit kam sowas nicht. Jetzt ist es da und ich will sie gerne beantworten. Erste Frage, mit welchem Popstar würdest du gerne alleine zu Abend essen? A, das ist jetzt wie bei Piep. Wie sagt Dolly Buster immer A und dann kommen die ganzen, naja, lassen wir das. Also A, Michael Jackson, B, Madonna oder C, Eros Ramazzotti. Also ich bin hier hin und her gerissen zwischen Madonna und Eros Ramazzotti, der bösartigerweise ja mal von Reinhard Fendrich Eros Ramazzotte genannt wurde, was ich sehr ungerecht finde, weil ich ihn ziemlich gut finde. Aber ich würde mich für Madonna entscheiden, weil das ist doch eine sehr interessante Frau. Und neulich bei Wetten, dass, hat sie mir schon gut gefallen. Zweite Frage. Hast du schon mal einer tollen Frau hinterhergepfiffen? Nein, natürlich nicht. Man pfeift doch einer tollen Frau nicht hinterher. Außerdem würde ich mich auf die Knochen blamieren, weil ich so auf die kann ich überhaupt nicht. Klänge sehr doof. Dritte Frage. Was war bisher dein erotischster Traum? Lieber Daniel, wenn ich das hier erzählen würde, dann hätte ich heute Abend hier oder würde ich heute Abend das letzte Mal hier sitzen. Kannst du mir glauben, das darf man hier im Fernsehen nicht so sagen. Auch in einer so offenen und freien Sendung wie dem Talkradio. Aber das geht nicht. Ich kann nur so viel sagen, es waren nicht nur zwei Mitwirkende. Nicht nur zwei Mitwirkende in dem Traum. Und die letzte Frage. Mit wem würdest du gerne mal ein einstündiges Interview führen? Ein einstündiges Interview führen. Also das habe ich mir hier aufgeschrieben. Damit ich nichts Falsches sage, er heißt Mario Bastler. Nein, Mario Basler. Ihr seht, ich bin auf dem richtigen Weg. Ende der Postecke. Es geht weiter mit Jörg. Und Jörg ist 22. Ja, hallo Jörg. Hallo Domian. Du bist Jörg. Ja, genau. Aber ich heiße so ähnlich. Hi. Hi. Ja, also meine Message ist irgendwie so, beziehungsweise so mein Thema heißt Sex mit dem Ex. Sex mit dem Ex. Ja, das ist deine Message? Ja, auch an meinen verzauberten Kollegen. An deinen verzauberten Kollegen? Du sprichst in Rätseln. Ja, also... Leg die Tatsachen nackt auf den Tisch. Ja gut, also ich habe seit Oktober mit meinem Ex-Freund Schluss. Mhm. Und wir haben dann noch so, nebenbei sehen wir uns und treffen uns. Ja, und dann haben wir auch noch so Sex miteinander. Ach, das auch noch? Ja. Warum seid ihr denn überhaupt nicht mehr zusammen? Ja, weil irgendwo hatten wir Reibereien auch, große Auseinandersetzungen und dann kleine und es waren immer irgendwelche Kinkerlitzen. Also ihr seid jetzt gute Freunde, die ab und zu mal in die Kiste steigen? Ja, was heißt gute Freunde? Also da müssen wir noch dran knacken. Ah ja, also ihr seid gute Bekannte. Ja, Bekannte. Mit Freundschaft hapert es noch, da müssen wir noch dran arbeiten, weil das einfach alles zu frisch ist. Mhm. Ja. Und kurze Frage nur, wo wollt ihr euch denn hinarbeiten? Wieder zur Beziehung hin? Nee. Nur zu einer guten platonischen Freundin. Also der Sex soll auch abgearbeitet werden. Also, ja, also ich möchte das am liebsten. Ah, ja. Weil ich liebe ihn da immer noch und er liebt mich nicht mehr, das hat er mir selber noch gesagt. Ja, und ich bin einfach immer noch hin und weg von ihm. Und ja. Dann ist das natürlich ein Gift, wenn du mit ihm ins Bett gehst. Ich kann auch nicht Nein sagen. Also wenn er mich jetzt zum Beispiel heute noch anrufen würde und fragen würde, ja, kommst du vorbei? Klar, ich würde gehen. Also es ist finde ich, ein unkorrekter Zug von ihm, dass er dir das quasi anbietet, weil du bist der Abhängigere, weil du noch verliebt in ihn bist. Ja. Und du darfst es eigentlich nicht machen, weil jedes Mal, wenn du das machst, reißt das die Wunden auf. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ja, ich kann einfach nicht Nein sagen, weil ich liebe ihn immer noch so wie von Anfang an und
Und ja, er hat auch selbst zu mir gesagt, er würde nie jemand anders suchen für Sex. Ach, da warum soll ich mir was anderes suchen? Wo es so praktisch ist, einfach mit dem Finger zu schnippen und Jörg ist da. Ja, so ungefähr vielleicht. Ist auch nicht so ein Kompliment, ne, für dich. Du bist ja im Klaren, dass der über kurz oder lang weg ist, wenn er etwas anderes hat, ne? Ja, das stimmt allerdings. Mhm. Und da habe ich auch schon alleine Panik vor. Mhm. Und hat er denn noch andere Sachen? Ich bin trotzdem noch eifersüchtig, ne? Also, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel bei ihm Anruf oder so und er ist nicht zu Hause, dann mache ich mir hier bei mir halt den Kopf vor, wo ist der, was macht der? Ja, weil du eben nicht richtig Schluss gemacht hast. Ja, genau. Das ist das, ne? Das ist ja nicht Fisch, nicht Fleisch, was ihr da macht im Moment. Hat er denn noch andere Sachen am Laufen? Weißt du irgendwas davon? Nee, also er sagte, er möchte nichts anderes, sondern er möchte einfach nur mit mir eine gute Freundschaft haben und Sex möchte er auch mit mir haben. Hm. Nur er will einfach nicht mehr mit mir zusammen sein, weil er kann einfach nicht mehr. Dennoch, weil ich habe auch ziemlich viel Mist gebaut in unserer Beziehung. Wie lange wart ihr denn zusammen? Also wir waren jetzt knapp anderthalb Jahre zusammen. Und hältst du es denn für definitiv, seine Aussage, dass er sagt, dass er dich nicht liebt? Ist das? Ja, das hat er mir noch vor circa 2 Wochen gesagt, weil wir da auch wieder so eine leichte Auseinandersetzung hatten. Und er sagte einfach zu mir ganz trocken, Jörg, du liebst mich noch, aber ich liebe dich doch gar nicht mehr. Sagt was ganz willst du von mir? Mhm. Ich will nur eine platonische Freundschaft von dir. Das sagt er. Warum geht er dann mit dir ins Bett, wenn er eine platonische Freundschaft will? Ja, ich weiß es nicht. Weil du so dumm bist und das mitmachst. Ja, ich kann nicht Nein sagen. Du musst Nein sagen. Sei ein Kerl, Mensch. Ja, stimmt. Sagt sich so leicht, ne? Stimmt, ich habe jemandem auch schon Rat gegeben. Ich habe gesagt, mein Gott, warum gehst du mit dem noch in eine Kurie? Ja, ne? Ja, das ist völlig. Und dann jetzt selber macht man das auch noch mit? Also von außen betrachtet, machst du alles falsch, was man falsch machen kann im Moment. Im Prinzip, die Fakten sind klar, ne? Der liebt dich nicht mehr. Der will irgendwann eine platonische Freundschaft, aber das ist auch jetzt erstmal nebensächlich. Du bist noch verknallt, also musst du einen Schlussstrich ziehen. Du darfst dich gar nicht großartig mit dem beschäftigen im Moment. Vielleicht, wenn du abgeklärter bist, kannst du mit dem irgendwann später mal auch gute Gespräche führen. Weiß ich was. Aber jetzt müsstest du, wenn du dich richtig verhalten solltest, dann müsstest du sagen, Schluss. Ab heute läuft nichts mehr. Ja, also meine Schwägerin hat auch gesagt, Jörg, lass dir erstmal Zeit und seh ihn erstmal nicht, weil jedes Mal, wenn du ihn siehst, klar, reißt die Wunden auf. Offensichtlich muss dein Schmerz noch größer werden, bis du das kapierst. Manchmal ist das so. Kenn ich auch. Und ich würde nie, wenn er mich anrufen würde, er mich fragen würde, kommst du? Ich würde nie Nein sagen. Was meinst du? Im Gegenteil. Ich bin immer froh, wenn ich ihn sehe. Was meinst du, was das für ein Triumph und für ein Sieg für dich ist, wenn du das erste Mal auch mal Nein gesagt hast? Was meinst du, wie gut dir das tut? Richtig? Ja, bin ich sicher. Ich schwöre, wir wetten irgendwas ganz, ganz, ganz Wichtiges oder ganz Teures. Es kommt dir ganz gut rüber, könnte ich schwören. Auch nicht schlecht. Ja, auch nicht schlecht. Also, ich habe dir meine Meinung gesagt, ne? Klare Sache, du musst damit jetzt irgendwie zurande kommen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das packen könnte. Ja, ist klar. Ich weiß es wirklich nicht. Aber interessant ist ja auch schon mal, wenn man so eine Außenmeinung mal gehört hat. Ne? Ja, also viele haben mir schon gesagt, boah, Jörg, halt doch erstmal Abstand von ihm. Jetzt habe ich, hab ich es dir auch gesagt. Ich schaff's, im Gegenteil, ich rufe sogar noch hinter ihm her und wehe, frag, ob ich vorbeikomme. Wehe, du rufst heute Abend noch bei ihm an. Ja, er ist sowieso nicht zu Hause, das habe ich schon versucht. Ja. Wehe, du rufst am Wochenende an. Das ist so, wie als wenn du, das ist wie eine Sucht, ne? Du musst jeden Tag jetzt einen Tag immer länger aushalten. Ne? Das ist jeder Tag. Wie in der letzten Sendung Telefonsucht. Ja, so ist das. Das hatten wir auch schon gehabt. Da war doch die nette Dame, die hatte doch auch ihre Telefonsucht. Und bei mir ist das auch so bei ihm. Also ich muss da immer anrufen, nicht nur einmal, zweimal, sondern so 5-6 Mal am Tag, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Also Jörg, wir verbleiben jetzt, dass du auf jeden Fall erstmal jetzt das Wochenende dir vornimmst, ihn nicht anzurufen. Ja, gut. Hand drauf. Und wenn wir beide uns nochmal unterhalten sollten, dann wirst du mich nicht siezen. Ist das klar? Ja, alles klar. Okay. Tschüss, Jörg. Ja, tschüss. Jetzt ist die Petra. Petra. Ja, Petra, 22 dran. Ja, hallo. Guten Morgen, Petra. Ja, hallo. Mein Thema ist Affäre. Affäre? Ja. Du hast eine Affäre? Ja, ich habe eine Affäre. Na, das hätte ich gar nicht von dir gedacht. Wieso? Mann, ja, du bist so eine ganz ordentliche junge Frau. Du klingst ganz, ganz brav und ja, bis vor 2 Wochen war ich auch noch. Was hast du für eine Affäre? Ja, ich war mal im Schwimmbad mit meiner Tochter. Ja. Bist du verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Ich bin seit 2 Jahren verheiratet und ich bin schon mit meinem Mann 6 Jahren zusammen. Mhm.
Aber es kriselt bei uns seit vier Monaten. Ja. Und wir schlafen auch gar nicht miteinander. Der ist nie zu Hause. Der ist auch eine Türke. Der ist immer ein türkischer Kaffee. Mhm. Bist du auch eine Türkin? Nein, ich komme aus Polen. Aus Polen. Mhm. Und ich weiß es nicht. Ich war so mit psychisch am Ende. Mhm. Und auf einmal, ich war also mit meiner Tochter im Schwimmbad und habe ich da einen Typen kennengelernt. Wie hast du den kennengelernt? Hast du mit ihm geflirtet? Also meine Tochter ist ganz süße Mädchen und die ist ganz süß. Sie läuft zu jedem und spricht jeden an. Sie ist 3 Jahre. Mhm. Sie spricht jeden an und spielt mit jedem. Und so hat sich das halt ergeben. Sie hat mit ihm gespielt. Der ist zu mir gekommen, hat sich Gespräche ergeben. Mhm. Und ja, und wir haben unsere Telefonnummer ausgetauscht. Mhm. Ja, und am nächsten Tag haben wir uns getroffen. Und was gar nicht passt zu mir, weil mein Mann hat auch auf mich 1 Jahr gewartet, damit ich mit ihm schlafe. Mit dem bin ich sofort ins Kiste reingestiegen. Ne? Direkt am ersten Abend, am ersten Tag. Wo habt ihr das denn gemacht dann? Im Auto. In einem Auto? Ja. Ich hoffe dann ohne das Kind, ne? Bitte? Ich hoffe ohne das Kind. Nee, Kind war zu Hause. Kind war zu Hause, Kind hat geschlafen. Ja, ja, das Kind war zu Hause. Wie erklärst du dir das, dass du dann, wenn du eher doch zurückhaltend bist in solchen Sachen, dass du da gleich dann so voll Stoff abgehst? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Gefällt er dir so gut? Ja, was heißt gefällt? Ich weiß es nicht. Oder ist es einfach so das Unzufriedensein oder fast das Unglücklichsein? Nein, das auch. Mhm. Auf jeden Fall, mein Mann hat mir auch immer so mich psychisch runtergedrückt. Mhm. Du bist gar nicht hübsch, du machst dies, du machst das falsch. Das sagt dein Mann zu dir, du bist nicht hübsch? Ja, aus Eifersucht. Der ist ziemlich eifersüchtig auf mich. Und so. Wenn dir jeden Tag jemand sowas anredet, irgendwann stehst du vor dem Spiegel und sagst du, hör mal Mädchen, du bist wirklich nicht, ne? Und der hat mir das Gefühl gegeben, dass ich wirklich weiblich bin und ich bin eine Frau, was ihm gefällt, jemandem gefällt. Ja. Jetzt ist es das erste Mal in der Kiste im Auto passiert. Ja. Und wie oft seitdem noch? Wir waren noch einmal, aber da ist nur bis zum Vorspiel gekommen. Mhm. Und morgen ist wieder. Morgen ist wieder, ist eingeplant. Ja. Ist das denn jetzt wirklich eine rein sexuelle Geschichte? Oder telefoniert ihr auch miteinander oder trefft ihr euch mal so zum Reden? Nein, einfach? Ich rufe also ihn an, weil der kann mich ja nicht anrufen. Mhm. Ich rufe ihn an und es ist rein, ich weiß es nicht, ich rufe ihn an, ich sage, hör mal, ich habe da und da Zeit. Mhm. Und er sagt, okay, bis dann und tschüss. Mhm. Also, weil ich mich auch nicht traue, der will mit mir am Telefon reden, aber ich traue mich. Aber trefft ihr euch dann auch zum Beispiel in einem Café, um nur zu reden miteinander? Auch, das machen wir auch. Das macht ihr auch, ne? Und hast du denn einen? Heute am Telefon habe ich ihn auch gesagt, das möchte ich darüber mit ihm morgen reden. Mhm. Ich möchte eigentlich wissen, was der will von mir und ich möchte auch wissen, was aus dem Gespräch, wie ich mich fühle eigentlich, wenn ich mit ihm rede. Ja, darüber. Das wollte ich dich gerade fragen, was du meinst, was der von dir will. Bist du dessen Sexhäschen oder ist der sogar vielleicht in dich verliebt? Das weiß ich wirklich nicht. Beschreib mir mal, wie alt ist er? Der ist 24. 24? 2 Jahre älter als ich. Mhm. Und ist er, hat er auch eine Freundin oder eine Frau? Weißt du das? Das glaube ich nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Der ist, also Gesellschaft, der hat sehr viele Freunde in ganz Deutschland und der liebt mit Auto zu fahren hin und her, der mag keine, ich weiß es nicht, ich denke mir nicht. Mal so. Mhm. Und welcher Nationalität ist er? Der ist Pole, auch Pole. Der ist auch Pole. Ja, also halb Pole, der ist halb Marokkaner, halb Pole. Mhm. Halb Marokkaner, halb Pole? Ja, aber der kann nicht auf Marokkanisch reden und der hat auch mit seinem Vater keinen Kontakt. Aber ihr könnt auf Polnisch reden? Ja, wir können auf Polnisch reden. Das ist auch sicher für dich schön, ne? Oder? Eigentlich ist mir jetzt eigentlich egal. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Also du bist jetzt, du hast ein Kind, du steckst in eine Ehe, die unglücklich für dich ist. Und du hast eine Affäre, die gar nicht zu dir passt, so etwas eigentlich, ne? So etwas zu machen. Hast du nicht jetzt erstmal gefragt, irre Angst, dass dein Mann das rauskriegt? Mein Gott, wenn der das rauskriegen würde, der würde mich umbringen. Mhm. Ich bin ein Besitz für ihn, ne? Mhm. Aber dann pokerst du ja sehr hoch, ne, dass du es machst. Das heißt, dein Leidensdruck muss auch entsprechend stark sein, ne? Ja, aber das ist so stark, ich weiß es nicht. Mhm. Mich zieht zu ihm so. Mhm. Ich weiß es nicht, wie soll ich das beschreiben? Auf jeden Fall auch sexual, der zieht mich sehr an. Mhm. Ich meine ja, früher habe ich die Frauen ausgelacht, wenn die sowas gemacht haben. Mhm. Weil ich komme mir auch irgendwie billig vor. Hast du denn auch, du kommst dir billig vor?
Ja, weil am ersten Tag, weißt du, Damian, das ist wirklich für mich ganz komisch, dass ich überhaupt drauf mich gelassen habe. Ne? Mhm. Der musste mich auch gar nicht einreden oder mich großartig verführen. Du hast direkt grünes Licht gegeben. Also ohne Schlicht, was heißt ohne Schlicht? Der musste schon lange Vorspiel mit mir machen, weil ich war etwas verklemmt, aber ist schnell nachgegeben, ne? Hast du denn auch ein schlechtes Gewissen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht, das ist das Schlimme daran. Ich habe schlechtes Gewissen, dass ich kein schlechtes Gewissen habe. So ist das. Kann es sein, liege ich da falsch, dass du deinen Mann überhaupt nicht mehr liebst? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß es jetzt nicht, ob ich ihn liebe oder ob es das Gewohnheit, aber ich glaube eher das Gewohnheit. Mm, ja. Wäre denn für dich eine, du bist ja noch sehr jung. Ja, ja. Wäre für dich eine Scheidung denkbar? Oder würde, ja, für dich ja. Aber hättest du da auch große Angst vor ihm das vorzuschlagen? Nee, das nicht. Wenn ich mit ihm auseinander bin, ihm das zu sagen, dass ich also Scheidung will, es ist kein Problem. Nur wenn ich in Ehe drin noch stecke und dann würde erfahren, dass ich hinter seinem Rücken was mache. Petra, dann stellt sich natürlich jetzt wirklich sehr dringlich die Frage, wieso jetzt egal, ob das mit der Affäre, ob das was Ernstes ist und ob das eine Perspektive hat, warum versuchst du dann nicht so schnell wie möglich eine Scheidung in die Wege zu leiten, wenn du offensichtlich so klar bist mit deiner Auffassung? Ja, weißt du, ich bin seit 2 Jahren erst in Deutschland und ich würde auch gerne in Deutschland bleiben, ne? Aber ich habe keine selbstständige Aufenthaltsgenehmigung. Ach so. Oh, dann wird es natürlich noch komplizierter alles. Ja, ja, also wenn ich alleine sein würde, es wäre kein Problem für mich, nach Polen zu fahren. Aber es geht mir um meine Tochter. Sie hat keine richtige Perspektive zum Leben in Polen. Mhm. Ich habe auch um sie Angst in Polen, wegen die russische Mafia und so weiter und so fort, wie es da jetzt in Polen ist, die Situation. Wie lange dauert das denn noch? Noch 2 Jahre. Noch 2 Jahre? Ja. Oh, das ist natürlich hart. Das heißt, so rein strategisch jetzt überlegt, müsstest du da noch 2 Jahre aushalten? Ja, es wäre kein Problem für mich, mein Mann hätte mich nicht so psychisch immer untergesetzt. Ne? Du meinst, dass es keine Chance nochmal für euch gibt, dass ihr nochmal richtig sachlich miteinander redet, oder kann man mit ihm gar nicht reden? Nee, mit dem kann man nicht reden. Zum Beispiel, der hat mit sich selbst Probleme. Der ist seit so ungefähr 6 Monaten hat ein großes Problem, der hat angefangen zu zocken. Und zu zocken, ne? Ja, zu zocken. Und der frisst sich das in sich hinein. Und der lässt sich überhaupt nicht helfen und überhaupt sich mit sich nicht reden. Ich habe so viel meine Kraft reingesteckt, dass jetzt habe ich keine Lust mehr einfach. Petra, jetzt triffst du dich morgen wieder mit dem Lover. Ja. Wie soll das denn weitergehen? Wenn der dir jetzt sagt, ich bin doch sehr verliebt in dich, Petra, was passiert dann? Willst du es geheim so weiterlaufen lassen oder willst du doch das Risiko in Kauf nehmen, ausgewiesen zu werden? Also wenn du dich von ihm trennst, von deinem Mann? Nee, das nicht. Wenn der zum Beispiel mir sagt, ich bin schon mittlerweile so enttäuscht von meinem Mann, dann wenn der mir sagt, dass der in mich verliebt ist, dann glaube ich das gar nicht. Dann glaubst du das gar nicht. Nee. Aber willst du das denn so weiterlaufen lassen dann demnächst? Weil ja, ich bin bereit dazu. Du bist bereit dazu. Mhm. Du riskierst viel, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich komme aus Solingen und wir treffen uns nicht in Solingen. Mhm. Wir treffen uns immer in Düsseldorf. Der weiß, dass ich verheiratet bin. Mhm. Der weiß auch meine Situation. Liebe Petra. Ja? Das haben wir eine ganze Weile geredet miteinander. Ja. Eine wirklich ganz schlaue Lösung für dein Problem weiß ich nicht. Sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß selber auch. Das weißt du nicht. Du möchtest gerne hier bleiben wegen deines Kindes. Ja. Du kannst dich deshalb aber nicht von deinem Mann trennen, obwohl du dich eigentlich lieber von ihm trennen würdest wollen. Ja. Also es ist völlig vertrackt alles. Ne? Und ich würde alles geben, damit ich mich von ihm trennen kann. Nur. Nochmal die Frage, aber ich glaube, das ist auch sinnlos. Wenn du ihm vorschlagen würdest, zu einer Paarberatung mal zu gehen, wird er das mitmachen? Nee. Nein. Der sagt, kein fremder Mensch mischt sich in meine private Angelegenheiten.
dann wünsche ich dir von Herzen, dass du deine Privatangelegenheiten in irgendeiner Weise mit einem sehr, sehr schlauen Händchen gelöst bekommst und dass du keinen Schaden nimmst, du und dein Kind. Das wünsche ich dir wirklich von tiefem Herzen, Petra. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich den Frank. Ja? Frank ist 24. Ja, ganz genau. Guten Morgen, hi. Guten Morgen. Ja, mein Thema ist Hypochonder. Hypochonder. Du fühlst dich im Moment fürchterlich unwohl im Moment, ne? Nein, ich nicht, Gott sei Dank. Ich dachte, du wärst so eine. Nein, das ist die Mutter meiner Freundin. Die Mutter deiner Freundin? Ja, und das ist also mit. Schon mal gut, dass es nicht die Freundin ist, ne? Ja, noch besser, ja. Nein, es geht also darum, diese Frau hat Rosenmontag einen Tinnitus bekommen. Der also unwahrscheinlich schlimm ist, wechselt von einem Ohr zum anderen. Und sie war bei einer Ärztin und die Ärztin hat ihr Tabletten verschrieben. Dann wurde es noch schlimmer. Dann hat sie Infusionen bekommen, dann wurde es wieder schlimmer. Sie hat seit 3 Jahren jetzt schon Herzrhythmusstörungen und seit heute glaubt sie, dass sie Alzheimer hat. Und das ist also mittlerweile so krass, dass wenn meine Freundin nach Hause kommt von der Schule, dass aber wenn sie direkt über sie herfällt und ihr die neuesten Krankengeschichten erzählt. Wenn sie Alzheimer hat, müsste sie doch eigentlich die anderen Sachen schon vergessen haben, ne? Ja, eigentlich schon, aber ist ja noch das Anfangsstadium. Achso, gut, dann fallen einem die ab und an noch mal ein. Ja. So wohnt deine Freundin noch bei der Mutter zu Hause? Ja, die wohnt noch zu Hause bei den Eltern. Das heißt, du bist dann auch öfters da? Ich bin auch übers Wochenende mal da, aber jetzt sind wir heute bei mir, weil das lässt sich einfach nicht aushalten. Ist deine Freundin auch da? Ja, die ist auch da. Gib sie mir mal. Ja, Augenblick. Wie heißt sie? Elke. Elke. Hallo, Domian. Elke, hi. Hi. Das klingt ja nicht so erbaulich, ne? Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen nur für dich ist das ja noch krasser als für deinen Freund, weil du bist ja viel näher dran an deiner Mutter. Ja, sicher, aber ja, wir haben mittlerweile auch schon ein Problemchen. Deswegen? Ja, weil er eigentlich so der Einzige ist, dem ich das erzählen kann und das nervt ihn und... Ja, für uns ist eigentlich, oder für mich ist jetzt eigentlich die Frage, wie kann ich meiner Mutter überhaupt helfen? Lebt ihr beide alleine oder gibt es noch mehrere Familienmitglieder? Ja, also mein Vater wohnt noch mit zu Hause und mein Bruder ist längst ausgezogen. Und was sagt der Vater dazu? Der sagt da eigentlich gar nichts zu, der hält sich immer da raus, hört sich das an, sagt nichts dazu. Und du bist die Hauptansprechpartnerin für deine Mutter oder spricht sie anderen Leuten auch ständig von... Nö, eigentlich bin ich der Hauptansprechpartner. Und wie reagierst du dann darauf? Ja, ich höre mir das anfangs an und dann irgendwann kann ich es nicht mehr hören und dann gehe ich weg oder schrei sie an. Also nochmal, die vorhin genannten Sachen wie Tinnitus und sowas, das sind ja doch wirklich ernstzunehmende Krankheiten, wenn sie denn nun da sind, wenn sie vorliegen. Ja, bist du denn wirklich sicher, dass sie nicht daran erkrankt ist? Sagen wir mal so, insofern schon, weil ich denke, das ist eher Geltungsbedarf. Also sie braucht Aufmerksamkeit und holt sie sich dann halt auf diesem Wege. Aber hast du denn auch einen medizinischen Beweis, dass sie eigentlich gesund ist? Ja, ich denke schon, weil sie sagt, dass sie diesen Tinnitus nur hört, wenn sie liegt. Und ein Tinnitus passt sich ja normalerweise so der Lautstärke der Umgebung an. Und das heißt ja, dass sie ihn nicht hören, oder dass sie ihn hören müsste tagsüber. Da hast du dich schon informiert? Ja. Hast du ihr schon mal gesagt, was du gerade mir auch gesagt hast, dass du denkst, dass sie sich damit nur wichtig machen will? Ja, habe ich ihr alles schon gesagt, aber sie interessiert das nicht. Sie meint, wir halten sie alle nur für verrückt, aber sie ist nicht verrückt, sie ist krank. War sie immer schon so drauf? Weiß ich nicht, also das ist jetzt ungefähr seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Ja. Ich glaube, da brauchst du jetzt einen richtigen Rat von einem Fachmann bzw. einer Fachfrau, wie man mit solchen Leuten, die eventuell zu Hypochondrie neigen, umgehen soll. Das heißt, die Elke wird dich vielleicht nochmal anrufen. Ja. Dann bleiben wir so. Alles klar. Elke. Tschüss. Tschüss. Schönen Gruß an Frank. Ja, danke. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für uns von heute und von einer sehr kurzen Domian-Woche. Ging leider nicht anders. Ich bitte um euer Verständnis, aber das werdet ihr haben. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, Hans-Jürgen Wilde, Tom Bildhauer, Achim Kretschmer, Andrea Feist und Elke Donalski. Und unsere Themen nächste Woche, also wir versuchen uns nächste Woche am Dienstag nochmal mit dem Thema die geheimen Wünsche der Männer. Es sollte ja nicht sein, diese Woche. Und am Donnerstag heißt das Thema zu jung für Sex, Ausrufungszeichen, Fragezeichen, die erste Liebe. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir alle wieder fit und gesund da sind in der Nacht von Montag auf Dienstag. Alles Gute, ciao.